Ich grill am liebsten Dry-Age-Fleisch. Das ist ein Dry-Age. Wir haben hier ein Porto-Steak, was 28 Tage abgehangen ist. Das Markante an dem Dry-Age ist der Geruch. Es riecht sehr, sehr nussig. Es kriegt eine schöne Zartheit und eine schöne Cremigkeit. Und das hauen wir jetzt auf den Grill. Und es wird der Hammer. Das Porto-Steak erkennt man daran ganz gut, dass wir hier einen sehr großen Filetanteil haben. Hier haben wir die Roastbeef-Seite und wir haben es relativ stark geschnitten, nämlich wirklich so 8 cm stark. Und das werden wir jetzt marinieren, und zwar mit ein bisschen Rapsöl. Da werde ich jetzt so tröpfchenweise raufgeben, so ungefähr. Das von allen Seiten leicht einreiben, auch an den Seiten ruhig. Wenn euch das Öl nicht reicht, ruhig noch mal ein bisschen nachgeben. Wichtig ist, dass es nicht trieft. Jetzt kommt eine Prise Rohrzucker dazu. Der Rohrzucker ist dafür da, dass wir den Fleischgeschmack nach vorne heben und ein schönes Karamell noch zusätzlich ans Fleisch bekommen. Jetzt noch ein bisschen Salz. Kein Pfeffer bitte. Und zwar aus folgendem Grund: Der Pfeffer würde bei den hohen Temperaturen, wo wir das Fleisch jetzt gleich grillen werden, verbrennen, bitter werden, und das wollen wir natürlich nicht. Und wenn wir es so nach 10 Sekunden drehen um 45 Grad, dass ein Rautenmuster entsteht. Dadurch haben wir noch mehr Röstaromen am Fleisch, noch mehr Geschmack. Nochmal den Deckel zu, die gleiche Zeit abwarten, dann wenden wir es und auf der anderen Seite genau das gleiche. Hier seht ihr schöne Brandings, schöne Röstaromen. Ab in den Bratenkorb mit einer Tropfschale auf den Grill in eine indirekte Zone. Und dann lassen wir das Fleisch bei so ca. 100 Grad 90 Minuten lang ziehen. Wir haben hier eine Cola. Daraus produzieren wir jetzt ein Topping. Cola deshalb, damit wir eine schöne Süße bekommen. Noch zusätzlich ein stärkeres Karamell. Ich werde jetzt ein bisschen Koriander fein schneiden. Ich werde ein bisschen Chili schneiden. Zitronenschale abreiben. Schöne Frische noch. Salz. Bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Rapsöl. So. Das Ganze schön vermengen und einfach ziehen lassen. So, jetzt kommt das Topping drauf. Das Ganze bitte dreimal wiederholen in der Nachziehzeit. Kann das Topping richtig schön ins Fleisch einziehen und lecker. So, wir werden jetzt mal eine Runde Fieber messen. Wir haben jetzt hier eine Kerntemperatur von 58,5 Grad. Ideal für unser Dry-Age-Fleisch. Sollte so zwischen 55 und 59 Grad gegessen werden. Und dann haben wir es genau Medium, Medium Rare. So, unser Porterhouse-Steak ist fertig. Wir haben es jetzt runtergenommen, kurz ruhen lassen. Ich schneide jetzt hier das Filet ab. Ich löse es vom Knochen. Am besten mit einem relativ dünnen Messer aufschneiden. Und jetzt seht ihr schon die Farbe. Es ist durchgehend zart rosa. Wir haben ganz, ganz geilen Fettschmelz. Das muss ich gleich mal kosten. Guckt euch das an. Der Oberknaller. Entschuldigung. Aber so lecker, der Koriander kommt gut. Die Süße. Also immer wichtig, wenig Temperatur nehmen. Eine längere Grillzeit einplanen. Und ihr seid auf der sicheren Seite. Hammer.